Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wie man sieht, bin ich wieder hier oben zurück in den Tempel gelaufen, wie angekündigt. Und warum wir den Weg nicht gefunden haben, zum nächsten Punkt ist ganz leicht zu sagen. Hier liegt nämlich noch eine Schriftrolle. Die haben wir bei unserem letzten Besuch hier übersehen. Die Elfenglyphen, Pascal. August hier ist ein, Auguste ist einem elfischen Geheimnis auf der Spur. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, möchte ich nicht, dass dieser Prahlhans es in die Finger bekommt. Er würde noch selbstgefälliger. Er sucht nach Ruinen. Ich kenne mindestens zwei, die alten Bäder und die in Innavuris, ihr wisst schon, der Met. Macht euch auf den Weg, ich schicke einen Boten, falls ich mehr erfahre. Duheim. So, da wir jetzt den Punkt haben, hier auf der Questkarte, nämlich hier oben, werden wir uns auch dort hinbegeben. Und zwar per Schnellreise, das hätte ich direkt machen können. Denn das geht deutlich schneller gegenüber. Oh, das ging. Verdammt viel schneller, um es mal so zu sagen. Ja. Damit gehen wir jetzt mal da drüben hin. Das ist diese Richtung. Da ist der Hüter. Ich hoffe, wir begegnen nicht ganz so vielen Gegnern, denn ich würde da jetzt gerne unbeschadet noch hinkommen. Gehen wir mal hier durch. Haben wir hier einen Holzschlag? Können wir das einnehmen oder haben wir das schon? Nein, wir haben es noch nicht. Hoppala. Falsche Taste. Und schon haben wir die Holzschlagposition gefunden. Mein Gott, was ist denn heute los? Ja. Enavuris. Genau hier wollten wir hin. So stand es in diesem einen Brief. Keine Gegner hier. Das ist sehr von Vorteil. Im Embryumpflanze mal wieder mitgenommen. So, jetzt müssen wir hier die Glyphe finden. Was haben wir denn hier? Können wir was nehmen? Ein Zettel, ein Brief. Süße Dorabelle. Seit meinem letzten Brief hat sich die Lage verschlechtert. Dieser Wahnsinn findet kein Ende. Seltsame Lichter in den Ebenen, in der Mitte auseinandergerissene Soldaten. Einige der Männer glauben, dass es auf dem Land ein Elfenfluch liegt. Aber ich werde verschwinden und alles aus meinem Gedächtnis löschen. Wenn Celine ihren Thron behalten will, soll sie die Waffe gegen ihren Vetter, die Dämonen und was weiß ich noch alles erheben. Ich würde gerne nach Hause kommen, Liebling, aber ich muss dich enttäuschen. Mein Kampf für die Kaiserin ist zwar beendet, aber nicht für Olay. In den Smaragdgräbern sammelt sich eine Rebellengruppe. Das sind Leute wie ich, die es satt haben und Veränderungen wollen. Ich habe einige kennengelernt und ich glaube, das ist das Richtige. Sie planen etwas Großes, die Eroberung der Dales, um die alte Politik auszulöschen. Ich bin voller Hoffnung und du wärst es auch. Warte auf mich, Benji. Ja, ein netter Brief eines Soldaten. Oh, so ein Zufall. Hier haben wir die Glyphe, jetzt brauchen wir nur noch das Feuer. Hier haben wir noch einen Brief. Die Elfenglyphen, Gale. Ich war in der Bibliothek, in der Villa Maurel. Es gibt dort Geschichten über eine versteckte elfische Macht in den Dales. Ich überantworte euch die Aufgabe, diese Macht ausfindig zu machen. Sie könnte eine Waffe in unserem Freiheitskampf werden. Es heißt in der Schrift der Steine, der Schlüssel dazu befindet sich in Dirtheveren. Soweit ich verstanden habe, ist das der elfische Name der erhabenen Ebene. Es gibt da viele Ruinen, eine davon kenne ich. Sie liegt am Fluss westlich des Armeelagers. Ein Schrein für Silas beginnt dort. Sir August. Ja gut, das war der Schrein, in dem wir vorhin da oben drin waren. Und hier haben wir das Feuer. Da brauchen wir mal ganz kurz Dorian. Komm, mach mal an hier. Wunderbar. Und damit nehmen wir die Flamme mal mit und gehen zu der Elfenrune. Die letzte. Ist da ein Marker? Habe ich da einen Marker gesetzt? Ja, das ist ein Marker von mir. Wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen komisch aus. Untersuchen. Alte Elfenglyphe. Die offenbarten Symbole zeigen zwei Raben. Einer hat in seinen Krallen ein Herz, der andere einen Spiegel. Sieht aus wie alle anderen.
Mal sehen, was die Forscher auf der Himmelsfeste dazu sagen. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken, was da alles überall drauf war. Aber da wir jetzt alles soweit gefunden haben und er sagt, ich soll zur Himmelfeste, mein Inventar ziemlich am Überquellen ist, werde ich diesen Weg auch einschlagen. Wir werden jetzt zur Himmelsfeste reisen und dort mal schauen, ob sich da schon irgendetwas getan hat oder nicht. Denn wir haben jetzt auch schon so viel Macht gesammelt. Wir könnten eigentlich in der Story, glaube ich, jetzt komplett durchspielen. Aber das werden wir natürlich nicht tun. Wir haben hier nämlich so viele andere Sachen noch zu erleben. Wir haben so viele Regionen zu bereisen. Und das wollen wir natürlich nicht auslassen. Der erste Inquisitor. Ja, ich würde es gerne vorlesen, aber das geht jetzt leider zu schnell. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ich verstehe nicht, wieso immer dieser schwarze Bildschirm da vorher kommt. Warum denn nicht das Bild zum Vorlesen dort bleibt. Wie dem auch sei, wir müssten jetzt gleich auf der Himmelsfeste ankommen. Zumindest hoffe ich das mal. Da sind wir schon. Und nun werden wir... Oh, ein Urteil wird verlangt. Wir müssen ein Urteil fällen. Da bin ich ja mal interessant, was das zu bedeuten hat für uns. Auf jeden Fall, wir sind jetzt erstmal hier. Gespräche werden wir jetzt erstmal keine führen. Die haben wir ja erst geführt. Wir werden jetzt erst einmal in den Charakterbogen schauen und gucken, ob wir irgendwen aufleveln können. Cassandra hat einen Punkt. Yep. Und zwar vielleicht in Templar. Vor langer Zeit gründeten die Sucher der Wahrheit den Orden der Templar und lehrten sie, gegnerische Magier und deren Zauber zu überwinden. Cassandra besitzt deshalb sämtliche Fähigkeiten eines Templars, jedoch ohne die Gefahr der Lyrium-Abhängigkeit. Gut, was hat sie denn hier? Wir haben hier einmal magische Säuberung. Durch deinen Glauben und Willen bannst du im Bereich vor der jeglichen gegnerischen Magie. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und was haben wir hier? Gesegnete Klingen. Du spornst alle nahen Verbündete dazu an, noch härter zu kämpfen. Dies gilt insbesondere im Kampf gegen Dämonen. Bannen oder gegen Dämonen? Was haben wir hier drunter? Wille des Erbauers. Bei den Angriffen deiner Gruppe besteht eine Chance, dass ihre Ziele geschwächt werden. Und hier... Deine Rechenschaft und Leidenschaft inspiriert die gesamte Gruppe dazu, härter gegen Dämonen zu kämpfen. Ja, ich nehme da mal die Reinigung. Das klingt insgesamt besser. Damit wäre Cassandra aufgelevelt. Sarah hat keinen Punkt. Dorian ebenfalls nicht. Blackwall dürfte auch keinen haben. Oh doch, Blackwall hatte sehr wohl einen. Und zwar Champion. Blackwall hat geschworen, seine Freunde und Verbündete mit seinem Leben zu beschützen. Er schirmt sie vor Gefahren ab und hält dank seiner Erfahrung und Entschlossenheit angegriffen stand, die schwächere Krieger fallen würden. Ja, mein Lieber. Bollwerk oder Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit klingt ganz gut für ihn. Es klingt fast so, als wäre er eigentlich der perfekte Tank jetzt. Aber da haben wir ihn leider verskillt. Vielleicht können wir das nachher nochmal ändern und dann ihn anders ausrüsten, was Waffen angeht. Aber im Moment brauchen wir ihn ja nicht. So, Blackwall, Cole, der hat definitiv einen Punkt und da kennen wir ja schon, er ist Assassine. Wir sind schon ziemlich weit durch hier, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt das auch noch machen. Was ist das hier? Lücken in der Rüstung. Das werden von Treffen und NL, das können wir erstmal weglassen. Dann gehen wir jetzt mal hier. Dann hat der die vergiftete Waffen. Ich gucke mal eben. Das, oder Verstohlenheit. Täuschung haben wir nämlich noch nicht. Verstohlenheit holen wir uns sofort. Damit kann man nämlich ganz viel anfangen. Verstohlenheit. Moment, das kann ich nochmal eben kurz vorlesen. Du verschwindest in den Schatten und wirst für deine Gegner nahezu unsichtbar. Greifst du aus der Verstohlenheit heraus an, erhältst du einen Schadensbonus. Erregst aber auch die Aufmerksamkeit deines Gegners. Fügst du Gegnern Schaden zu, verkürzt sich die Regenerationszeit dieser Fähigkeit. Ja, damit wäre Cole auch aufgelevelt. Vivian hat sogar 2 Punkte zum Aufleveln. Und da gehen wir doch mal komplett auf den Feuerbaum. Hier unten haben wir chaotischer Fokus. Wenn du einen Feuerzauber wirkst, wird die Hälfte deiner derzeitigen Barriere verbraucht, um ihn mächtiger zu machen. Je mehr Barrierenenergie du verbraucht wird, desto höher ist der Bonus auf den Schaden des Zauberers. So, Feuermine. Du markierst den Boden mit einer Glyphe. Okay, das ist die Glyphe, die auf dem Boden. Die Feuerwehr durch eine Flammenbarriere. Oh, Flammenbarriere klingt gut. Vivian, bitteschön. Werden wir ganz bestimmt brauchen eines Tages. Auch wenn wir dich so gut wie nie mitnehmen werden. Solis hat ebenfalls einen Punkt. Und, nee, hier haben wir schon so viel. Du kriegst den... Warte, was ist der? Er ist... Hier, da. Rissmagier war er, genau. Was haben wir hier?
Umgebener Schleier. Du benutzt verstreute Magie von der geschwächten Gegner in Umgebung sind, um die Wirksamkeit der Statuseffekte, unter denen sie leiden, zu erhöhen. Ja, machen wir das doch mal. Und dann kriegen wir bald die Feuersbrunst. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. So, Solis, Varric. Oh, Varric hat direkt 3 Punkte zu vergeben. Eieiei. Bei ihm hat sich nicht viel getan. Da ist alles beim Alten soweit. Schade eigentlich. Dann haben wir hier explosives Toxin. Das kriegt er auf alle Fälle. Und was ist das hier? Hakensprung. Schmerzen der anderen. So. Witschen. Und dann gehen wir nochmal auf die Bianca, also den Bogen. Ja, da wir da drüben alles geskillt haben, geht's weiter tot von oben. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann. Um taktisch besser vorzugehen. So, Varric geskillt. Der eiserne Bulle hat keine Punkte. Eric sowieso nicht. Und damit kommen wir ins Inventar. Ja, wir haben viele Waffen und Rüstungen bekommen. Ein reißzahlender Kater, den werden wir auf alle Fall behalten, weil der Schaden, den das Teil macht, ist wirklich enorm. Ist Level 15, aber für meinen Eric habe ich jetzt keine Waffen. Dann gehen wir mal weiter auf Cassandra. Wie sieht es bei dir mit Waffen aus? Das Ahnenschild von Lydas im Vergleich zu dem, was sie trägt, eine deutliche Verbesserung. Also ziehen wir das Ahnenschild doch einfach mal an. So, das sieht auch deutlich schicker aus. Oder auch nicht, wieso? Achso, ja, wir müssen da raufgehen. Okay, er hat das richtige Schild an. Dann haben wir hier Sarah. Haben wir hier irgendeinen Bogen für dich gefunden, rein zufällig. Moment, einmal zurück. Wir haben einen Räuberlangbogen, aber der ist jetzt nicht so viel besser. Lohnt sich nicht wirklich, um es mal ehrlich zu sagen. Damit belassen wir das dabei. Dorian, du trägst den Blitzstab. Ja, mehr Schaden kannst du nicht kriegen. Du kriegst aber den Feuerstab jetzt und den Blitzstab geben wir dann nämlich gleich Vivienne. Blackwall, Zweihänder. Ja, da haben wir die Ferelische Breitaxt. Die geben wir dir doch direkt einmal. Die ist nämlich deutlich stärker. Müssen wir dann nur den Knauf, oder was das hier war, ja genau, den Rundknauf, ausbauen, damit er dann sich verbessern kann. Ja, bei ihm hier glaube ich kaum, dass wir was Besseres gefunden haben. Okay, wir haben den Reißzahn der Karte, aber dafür ist er noch deutlich zu klein. Ganze 4 Level genau gesagt. Und der Ausfalldolch ist einfach nicht stark genug. Ja, dann Vivienne. Auf die Stäbe. Wuppa. So, dir wollte ich den des Blitzes geben. Den ziehe ich dir auch sofort an. Und hier. Uppala, nee. Hier wollte ich dann mal eben schauen. Das wäre der andere Stab gewesen. Da können wir dann nichts ausbauen. Da ist ja gar nichts drin. Ja, dann kommt der Stab des Stillstands wohl direkt in den Müll sozusagen. Beziehungsweise beim Händler hin. So, das war Vivienne. Dann haben wir Solis, oder haben wir hier, oh, da glaube ich der Stab des Stillstands besser als den, den er trägt. Und da müssen wir dann das auf jeden Fall ausbauen. Stab des Stillstands, fertig. Gut, dann haben wir Varric, da gibt es eh nichts. Der eiserne Bulle, er trägt das große Schwert da unten. Die schattige Streitaxt ist da schon ein wenig besser, da müssten wir halt ein wenig umbasteln. Können wir da machen. Du ziehst die Streitaxt an. Der starke Großschwert wird dann auseinandergebastelt. Und damit haben wir alle durch. Gehen wir zu den Rüstungen. Das, was unser alter Ego trägt, ist momentan deutlich das Beste, was es gibt. Oder man den. Oh, der Helm der Wächter. Der ist natürlich. Der ist natürlich richtig schick. Den ziehen wir uns sofort an. So. Ich habe jetzt gar nicht, wo wir den gefunden haben, aber ist ja auch egal. Dann Cassandra, du hast momentan die schwere Wächterrüstung an mit 119 Verteidigung. Dann schießt du die schwere Olesianische, ziehst du dann einmal an. Ist zwar nur eine normale, also keine seltene, aber deutlich mehr Rüstung. Und als Helm, ja, brauchen wir da nichts dran zu ändern, da bist du eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Sarah! Helm, ja, du trägst den ferellischen Soldatenhelm. Da brauchst du den anderen nicht. Wie sieht's bei der Rüstung aus? Da, okay, sie trägt eine äußerst gute Rüstung. Da brauchen wir auch nichts dran ändern. Dann Dorian. Ja, er braucht, oder? Doch, warte mal eben. Er trägt
die Verzaubererharnisch, da ist das, was hier oben ist, der Verzauberer Rüstung, deutlich besser. Kannst du damit anziehen, perfekt. Und wie sieht's bei der Kapuze aus? Ferellischer Soldatenhelm. Na, ich lasse mal das, was er anhat, den Helm der freien Marschen. Dann Blackwall. Ja, er trägt den Griffon-Helm. Das lassen wir auch erstmal dabei. Und als Rüstung, wie sieht's da aus? Er trägt eine gute Rüstung, da braucht man nichts dran zu ändern. Cole hingegen, der bräuchte, glaube ich, was anderes. Er trägt den Jägerharnisch, dann kriegt er die Speerrüstung des Wächters. Maximale Gesundheit, Verteidigung im Nahkampf, kann nie verkehrt sein. Und der tolle Hut, der steht hier irgendwo nirgends drin, den er da auf hat. Achso, müssen wir hier, da müssen wir, da, Cole's Hut. Hat 14 Rüstungen, belassen wir dabei, passt schon. Weiter, das war Cole, dann haben wir hier Vivienne. Ja, eigentlich müssen wir hier nur die Kapuze vielleicht ändern, oder? Nee, können wir direkt weiter. Aber hier, der gute Solus, der kriegt die Altelfenrobe definitiv angezogen. Denn damit läuft er deutlich besser durch die Gegend. Rüstung bleibt ansonsten gleich. Der gute Varric, können wir den verbessern? Nicht großartig, er bleibt bei seinem Katerharnisch. Wie sieht's mit den Helmen aus? Der kann den Soldatenhelm gut gebrauchen, auch wenn er nichts mehr sieht. Ja, damit wäre das auch erledigt. Jetzt haben wir nur noch den eisernen Bullen, der hat einen... ja, da müssen wir mal gucken, dass wir für den auch bald einen schicken Helm finden, ansonsten... Naja... Ich finde es interessant. Die Helme bringen einen gesehen optisch zwar anders aus, aber nur in der Zeichnung. Aber gut, wäre das erledigt und ja. Damit sind wir einmal durch. Haben wir nur noch die Accessoires. Ich glaube, da brauchen wir nicht so viel zu ändern. Wir haben Herausforderung. Ja, vielleicht beim Gürtel. Haben wir irgendeinen Gürtel? Gürtel des Fokus, Gürtel des Schutzes, Amulette. Sieht auch nicht so viel aus. Bei der Cassandra hingegen. Ringe. Verbessern Strauchelns, Enterketten, rasende Wut, Gegenangriff, Kriegsschrei. Hat sie schon an. Ja, nichts Besonderes mehr. Und hier den Gürtel hat sie an. Gut. Sarah. Haben wir für dich einen besseren Ring. Die Giftwolke trägst du schon. Und das trägt zweimal. Das finde ich jetzt nicht so toll. Der Sprungschuss. Ziehen wir dir mal einen Sprungschuss an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie den hat. Müsste ich mal nachgucken. Kann ich ja gleich mal kurz machen, wenn ich hier fertig bin. Jetzt haben wir noch Dorian. Ja, zieh dir mal den Ring des Strauchelns noch mit an. Ansonsten habe ich leider für dich nicht so viel. Ja, wenn schon Straucheln, dann bitte der verbesserte. So, Gürtel des Fokus, Trankgürtel. Hier ist leider sonst nichts mehr. Blackwall haben wir auch nichts. Wie sieht es bei den Ringen aus? Er trägt momentan Ring des verbesserten Wirbelsturmes und rasende Wut. Das kann ruhig dabei bleiben. Amulette haben wir sowieso keine. Schade eigentlich. Da müssen wir gucken, dass wir eigentlich mal welche finden. So, bei ihm hier. Parade. Ring des verbesserten Wurfmessers, Ring des verbesserten Schatten und Todesstoß. Todesstoß würde ich ihm gerne geben, im Gesetz zum Wurfmesser. Welches ist denn das? So, Todesstoß. Zack, zack. Das ist doch schon besser für ihn. Dann haben wir noch Vivienne. Die hat kaum einen Ring. Ja komm, kriegst du Flankenangriff und Straucheln. Dann hat sie wenigstens mal ein paar Ringe an. Ansonsten haben wir für sie auch eigentlich praktisch gar nichts. Solus, ja, für dich gilt dasselbe. Also Magierringe haben wir relativ wenig. Flammenopfer. Ziehen wir den mal aus und gehen nochmal zurück auf Dorian. Kannst du dann anstelle von dem da anziehen. So, und dann gehen wir da zurück zu Solus. Hoppala, ein, zwei Ringe. Tut mir zwar leid um ihn, aber ja, zweimal kritischer Schaden. Kriegst du die Blutung noch? Vielleicht bringt's ja was. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber was soll man sonst machen? Wir haben ja nicht viel. Varric. Amulett Hadda, Parade, Krähenfüße ist er ausgestattet und explosiver Schuss. Das kann ruhig dabei bleiben.
Bei dem Gürtel Geistresistenz, komm, kriegst du den Fokusgürtel. Und der eiserne Bulle hat des Strauchelns, damit ist er gut ausgerüstet. Ansonsten hat er verbesserte Konterhaltung. Komm, kriegst du die rasende Wut noch mit rein. Und der Wirbelansturm. Ja, das können wir so lassen. Gut, dann sind wir hier durch. Wieder Ewigkeiten ausgerüstet und jetzt können wir endlich mal weitermachen. Gehen wir doch mal oben in die große Halle in Richtung unseres Irgendwie mal hat er einen Fertig. ganzen Sack Rüben ins Feuer gekippt. Beim Erbauer, jetzt riecht es überall danach. Sie waren eigentlich für das Abendessen gedacht, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wer sie genommen hat. Na, ganz toll. Und hier Wir gibt können nicht es gegen einen was Gott zu kämpfen. lesen. Oh, ey. Dieser Älteste ist kein Gott, sondern dunkle Brut. Der Erbauer ist keine dunkle Brut. Aber es heißt, dass er deshalb den Himmel geteilt Ja. hat, um den Thron zu beanspruchen. Willst du mir erzählen, Götter kämpfen wie Aals? Gut, hier haben wir sonst nicht viel und oh, ich sehe schon, also dadurch, dass hier alles so ein bisschen aufgeräumt worden ist, ist hier auch unser Thron. So heißt es wohl jetzt frei. Gehen wir doch mal die ganze Sache an. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist eines Anführers wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Ja, also wir spielen auch Richter, so wie es scheint. Was haben wir denn hier? Über wen werde ich urteilen? Ich glaube, die Frage stellen wir direkt mal als allererstes. Das ist ja das Wichtigste. Über wen genau werde ich richten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Ja. Das dürfte nicht allzu oft vorkommen. Das ist eine große Verantwortung. Ich töte ohnehin schon genug. Wir richten hier Leute hin. Also genug töten. Wenn es einer verdient hat, hat er es nun mal verdient. Ja, irgendwie sind die Antworten alle ein bisschen Banane. Ich würde ein bisschen gar nichts antworten, aber nehmen wir halt mal die Werden wir letzte. Ihnen die Köpfe gleich hier in der Halle abschlagen? Du meine Güte, nein! Sollte eine derartige Strafe in Betracht kommen, wird sie andernorts vollstreckt. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht notwendig. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar barmherzig wirken. Ja, da wir gerade hier sind, würde ich mal sagen, fangen wir an, wenn wir schon hier sind. Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Alles klar, und da wir die Nachricht bekommen haben, dass wir einen zum Richten haben, setzen wir uns doch mal hier hin. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ihr erinnert euch sicherlich an Gereon Alexios aus Tevinter. Ferelden hat ihn uns in Anerkennung eurer Hilfe überstellt. Die formellen Anklagepunkte lauten auf Abtrünnigkeit, versuchte Versklavung und versuchter Mord. An niemand Geringerem als euch. Tja. Tevinter hat ihn enteignet und ihm seine Stellung aberkannt. Ihr könnt über den ehemaligen Magister urteilen, wie ihr es für angebracht haltet. Heidanei. Jetzt kann ich auch noch über ihn richten. Ja, das wird jetzt schwierig. Oder auch nicht. Das sind schwere Vorwürfe. Die Abtrünnigkeit sticht heraus. Das wurde auch Zeit. Ich würde mal sagen, das wurde auch Zeit, nachdem er ja einiges Nach angerichtet allem, was hat. er getan hat, wird es auch Zeit, dass jemand das tut. Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Denkt er etwa, mich interessiert, was aus mir wird? Habt ihr sonst noch etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt nichts gewonnen. Die Leute, die ihr gerettet habt, die Zustimmung, die ihr gefunden habt. Der kommende Sturm wird all das hinwegfegen. Fällt euer Urteil, Inquisitor. Er hat auch gar nichts gelernt. Also, zur Auswahl hätten wir. Er dient den Redcliffe-Magiern. Nee.
Ich richte ihn persönlich, sperrt ihn ein oder er soll Magie erforschen. Also ich bin ganz ehrlich, was der mit der Magie angestellt hat, ich will den nicht damit rum experimentieren lassen. Wer weiß, wo das wieder endet. Sperrt ihn ein, damit ist keinem geholfen. Und da er wirklich aus nichts gelernt hat, man weiß ja nicht, was er mit der Magie noch anstellt, richte ich ihn persönlich. Ihr habt einem Monster gedient, Alexius. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ihr werdet durch meine Hand den Tod finden. Erneut. Erneut? Was meint ihr damit? Inquisitor! Hat der Zauber funktioniert? Eieieiei. Da steigen wir auf die Mauer. Oder wo auch immer das ist. Soll das allen eine Lehre sein, die sich der Inquisition entgegenstellen? Gut. Oder auch nicht gut, je nachdem. Also ich finde die Idee ja ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie oft wir noch richten müssen, über Leute entscheiden müssen, die sich in der Welt daneben benehmen. Also, damit wäre das auch erledigt. Meine nächsten Vorhaben sind jetzt, also ich gehe dann in die Krypta, werde vielleicht was schmieden und so weiter, aber das werde ich nicht im Video aufzeichnen, weil das wird wahrscheinlich wieder etwas länger dauern und da wir jetzt schon in dieser Folge mit der Ausrüstung rumhantiert haben, braucht das ja in der nächsten Folge nicht auch noch so sein. Ich werde euch dann zeigen, was ich gemacht habe, was ich gebastelt habe, was und ja, wir werden es dann sehen. Und daher sage ich dann mal an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition.